Hai sahabat Nona, jumpa lagi bersama Nona Teraja di sini. Hari ini, pagi ini, kita lagi jalan-jalan sama anak-anak ini. Ini mengecek perkebunan kita. Bohong, deng. Perkebunannya petani tetangga ini. Lihat kan sahabat Nona, tinggal kita panen gratis nanti sisa-sisanya toh. Jadi kita cek-cek dulu nih tuh. Anak-anak sudah depan sama Mak Soe. Bagus sekali. Itu karena semalam minus. Padahal bulan ini sudah bulan April, tapi karena bulan April itu bulan suka-suka, di mana semua cuaca ada. Ada summer, ada winter, ada musim gugur, ada musim. Pokoknya 4 musim lah kalau bulan April itu. Ada pohon apel, banyak sekali pohon apel. Bunga apel ini sudah berbunga. Terus tadi malam minus, jadi takutnya gugur. Nah petani ini siramin air semalam, terus berubah jadi es. Gitu katanya. Jadi kalau lebih bagus dibungkus es, jadi tahan katanya biar anget, daripada telanjang begitu. Telanjang ya, bahasanya telanjang. Jadi petani bungkus ini dengan. Nanti saya tanya lagi Papa Noah, bagaimana sih bagusnya. Oke, saya putar kameranya itu ya. Hai sayang. Tadi pagi kami jalan sama anak-anak, terus keliling perkebunan apel. Terus di pohon-pohon apel itu banyak sekali es-es berkelantungan. Kenapa itu sayang? Ja, genau, wie kann sein, das ist wieder ein bisschen verrückt gespielt. Wir haben bis zu 4 Jahreszeiten am Tag. Das heißt also, in der Nacht ist frostig, morgens kann mal Nebel sein, mittags geht's hoch auf 20 Grad und abends wird's wieder kalt. Auf jeden Fall, wenn's eine längere Zeit warm war, treiben inzwischen die Bäume aus, blühen, und wenn die Blüten Frost kriegen, gehen sie kaputt. Das heißt, es gibt kein Obst. Also geht man her und besprüht ihn mit einem ganz feinen Wassernebel. Der Wassernebel friert am Baum und schützt quasi die Blumen. Das Eis wird quasi einfach als Isolator genutzt. Es ist halt 0 Grad und das heißt, die Zellen vom Baum gehen nicht kaputt und platzen nicht. Aber wenn es minus 4, minus 5, minus 6 Grad hat, dann gehen die kaputt und sprich, die Ernte ist verloren. Ach so. Aber wie schon gesagt, es ist eigentlich im Prinzip wird das Eis als Isolator genutzt. Ah, und das und ist 0 Grad. 0 Grad hinten dran und der Baum geht nicht kaputt. Oder die Blumen gehen nicht kaputt. Gut zu wissen, danke dir. Bitte. Gecheckt. Ciao. Lisa! Wow! Ini pohon apel, sahabat Nona. Kayaknya semalam disiram air. Hai. Oh, wow. Wow. Apa yang terjadi di sini? Wow. Disiram air jadi es ya? Ini dia buatan petani Jerman nih. Jadi semalam sepertinya disiram ini. Terus karena matahari keluar, jadi dia langsung meleleh. Pasti nih kalau tadi pagi datang, pagi lebih awal ini, pasti dia bergelantungan tuh seperti ke dalam film-film salju itu loh.
ya, hanya pohon apel ini aja yang dibungkus dengan es. Tuh, inilah es buatan manusia. Biasanya tuh salju turun dari langit, kalau ini es dibikin sendiri tuh. Wow, keren banget ya. Ah, jadi dapat rezeki hari ini bisa lihat gini. Fenomena alam buatan manusia. Terima kasih sahabat yang sudah menonton. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di next video. Ciao.